Herzlich willkommen zu Gimbal und Zinglein TV Folge 22, hoffe ich. Das stimmt. Wir haben direkt eine total krasse Überraschung für euch. Tada! So. Du warst ein bisschen zu früh. Also, ja, bist, kommst scheiße. Du öfter zu früh? Herzlich willkommen zu Gimbal und Zinglein und Dreadmaul TV Folge genau. 22. Ja. Yeah. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Ach nee, das ist ja gar nicht mehr die Kinder, die sich freuen. Das wird eine Chaos-Sendung. Perfekt schon. Ne? Passt zu mir. Ja, wer ist dieser Herr hier? Es ist Dreadmaul. Was genau machst du? Warum bist du hier? Ich bin Produzent und DJ für hauptsächlich Drum and Bass. Okay. Ja, heutzutage ist jeder DJ und Produzent. Ne? Ja, ja. Ja, du bist auch. Das wirklich. Ich auch. Ja, ja. Okay. Ich bin wirklich DJ und Produzent. Okay. Und aber eben nicht wie wir, so mehr im Haus- und Elektrobereich, sondern du sagtest es gerade Drum and Bass. Also vorwiegend. Und Dubstep auch, oder? Ja, naja, weniger. Aber auch. Ja, auch. Ne? Also hauptsächlich liegt mein Fokus schon auf Drum and Bass, weil das ist so schön vielfältig. Okay. Da brauche ich keine anderen mehr. Drum Bass ist auch so ein Evergreen, oder? Ist das schon seit Ewigkeiten, ist das erfolgreich und bleibt auch so, oder? Also ist ja, ja nicht, ich sag mal so bei Elektrohaus oder Trance und so, da habe ich immer das Gefühl, da gibt es so Phasen, ne, das ebbt mal ab, das wird mal wieder mehr, aber bei Drum and Bass war immer so mein Gefühl, das ist... Ja, das hat nie so den krassen Hype gehabt. Genau. So dieses, was Dubstep hatte vorletztes Jahr so, aber es ist halt seit 95, Anfang der 90er so am Start. Ja. Und hat halt eine nach wie vor gesunde Szene. Szene einfach. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt vielleicht auch geschuldet dessen, dass einfach das so vielfältig ist. Okay. Also es gibt ja super ruhige Drum-Bass-Sachen, die... Diesen Drum-Bass, den ich nicht verstehe. Ne? Das ja, ist dieser gechillte Drum-Bass, ja. Wo total schöne Flächen sind und im Hintergrund die ganze Zeit... Ja, nicht mal unbedingt, aber auch, gibt's auch. Ja, ja. Und dann gibt's halt so richtig harten, kranken, abgedrehten Drum-Bass und okay. So weiter. Ja, das ist mehr so mein Ding, glaube ich. Ja, ja, vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht auch nicht. Du hast uns was mitgebracht und zwar... Ja. Zwei Projekte. Du hast ein Release irgendwann bald? Genau, ja, Ende nächsten Monats, Ende Juli, kommt ein Remix von mir auf Roll the Drums Records raus. Okay. Wo ich, das war ein Contest, den die ausgeschrieben haben und da habe ich den zweiten Platz gemacht. Ah, okay. Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Ja, ja, auf jeden Fall, die Leute sind natürlich bestimmt jetzt ganz gespannt, wie klingt denn der Dreadmaul so. Sprechen wir das eigentlich richtig aus? Oder ja, oder sagt man Maul? Oder ja. Dreadmaul? So Dreadmaul. Haben wir das schon zu sehr eingedeutscht. Wie sprichst du das denn aus? Dreadmaul, Maul. Also es kommt halt immer drauf an. Halt dein Dreadmaul. Ja, ja, das habe ich noch nie gehört. Darauf trinken wir. Ja, ja. Prost. Ja, Prost. Prost. Hör mal rein. In, sag mal, wie das erste heißt hier. Pressure Tribe, glaube ich. Also okay. Working Title. Blenden wir einfach mal ein. So wird das nicht im Endeffekt heißen müssen. Gut gesagt. Okay, fängt sehr atmosphärisch an. Ja, das ist häufig so. Hatten wir schon Drum & Bass in der Sendung? Ja. Beim Rapper, ne? Rugger Jungle. Ah ja, stimmt, genau. Stimmt, hattet ihr. Was ging hier noch? Blaze it up! Ja, der hier ist ein bisschen anders. Okay, geht jetzt gleich ab, wir hören mal rein. Hühnchen mit dem Kopf zu nicken. Ja, unserer These nach hat es ja Drum Bass im Mainstream wahrscheinlich schwer, weil es sich fokussiert auf Drum and Bass. Ja, ne, ach so. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist ja, du legst ja sehr, sehr viel Wert auf die Drums. Das ist ja, ich meine,
ich weiß das ja selbst, wie sehr man dann, ne, an so einer Snare-Drum einfach, wie lange man da sitzt, ja, ja. Ne, an so einer Kick an der Snare und welche, wer hört das raus? Welcher Drum-Bass-Act ist den meisten von euch wohl ein Begriff? Pendulum? Pendulum, ja. War halt der dann eher das Konzept eben voll alles rein, vor allen Dingen halt auch der Rob Swire, glaube ich, ne, war doch der auch Vocalist, ne? Ja, genau. Und Sänger. Das ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Ne? Eigentlich hat sich, glaube ich, auch aus diesem Pendulum doch auch eine eigene Begrifflichkeit, glaube ich, für den, also Genre, ein eigener Stil dann irgendwie noch. Haben sie? Ist das nicht dieses, ich kann es ja auch nicht so genau sagen, es gibt ja immer zu viele Steps und irgendwas, die noch dran gemacht werden, aber so Jump-Up oder sowas? Ja, ist schwierig. Das ist eigentlich noch ein bisschen eine andere Richtung. Ich finde, Pendulum sind so ziemlich der, also das ist, also diese Subgenres sind ja immer super subjektiv und für jeden anders. Ja. Für mich ist Pendulum so der Inbegriff für Pop, Drum and Bass. Ja, okay. So, aber das ist so richtig damit, ne? So, von wegen wenn Mainstream. Du, wenn man, ja genau, wenn man Leuten Drum Bass nahebringen will, dann kann man das ist super sozusagen die Einstiegsdroge für viele. ja, ey, auf jeden Fall. So eine Drum Bass, nee, lieber nicht. Ja, ein Pendulum, das gibt's auch gratis am Anfang. So. Erstmal ein und dann, dann das Ganze ein. So, scheiße, weil ich eben härteren Stoff. Und, ja. Immer dieselbe Scheiße mit den Drogen. Ne? Aber keine Sorge, Drum Bass könnt ihr nehmen. Ja, das... Ja, dann hören wir mal rein hier in das andere Projekt. Wie heißt das? Ja, das hat noch gar keinen Namen. Hat noch gar das keinen ist Namen. So eine Kollabo zwischen mir und einem Kollegen aus Leipzig, Epidemic. Leipzig. Aus Leipzig. Ja, Grüße. Und, ja, genau. Grüße. Und auf jeden Fall, da habe ich halt immer so ein bisschen was Härteres. Hören wir mal rein. Härteres. Hören wir mal rein. Ja. Ja. Hier irgendwie gleich zum Break. Ja, genau. Wie immer. Ne? Es gibt mal ein bisschen. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Vielleicht geht's dann ab. Das ist auch mal far from finished. Was ich persönlich gerade ganz geil finde, sind halt diese Filz, ne? Wenn man diese Trommel so. Die Überleitung auf die neue, auf die neuen Pattern. Ja. Ja. Wie du halt gesagt hast, ne? Es ist sehr Bass- und Drum-fokussiert. Genau. Oh Wunder, oh Wunder. Ja, aber da sind bestimmt einige, die dann, oder vor allem halt die Radiohörer, ne? Die dann wirklich dann das hören und denken so, okay, okay. Wann kommt jetzt nochmal der Part mit dem Gesang und der Melodie? Wann kommt das Lied? Wann kommt das Lied? Das ist ja ganz schön, dieses Geräusch. Da, das gibt's halt auch, ne, ganz viel, aber das ist halt nicht so unbedingt mein Metier jetzt. Okay. Also auch, ne, ich arbeite auch mit einem Rapper aus Boston bzw. aus Mannheim zusammen, dem Cryptomatic, auch Grüße. Hallo, und, Cryptomatic. Ja, genau. Und der... Ja, also dadurch kriegt man halt häufig, macht man ja, das hattet ihr ja auch schon mit Rap dann die Kombination, weil das halt quasi das doppelte Tempo von einem typischen Hip-Hop von Hip-Hop ist. Klar, ja, stimmt. Genau so. Und also deswegen findet man das noch verhältnismäßig häufig, auch so Drum and Bass MCs. Das ist auch eigentlich eine eigene Technik. Also das ist so was ganz anderes. Mittlerweile hat sich sehr von dem Hip-Hop MC abgespalten. So, das ist... Man muss ganz andere Skills dafür haben, als zum Beispiel... Hassen die sich auch schon? Also irgendwann, das dauert ja nicht lange und dann hassen die sich irgendwann. Nee, das ist ja, also das finde ich so das Coole bei Drum and Bass oder bei vielen Leuten aus der Drum and Bass-Sparte so, die ich kenne. Das ist einfach so diese Offenheit für alles andere. Also ein Großteil der Leute, die halt Drum and Bass machen, hören, feiern so, die stehen auf Hip-Hop oder dann gibt es ganz viele andere Leute, die auf Techno stehen und also so härteren Techno. Und also die Engstirnigkeit der Drum-Bass-Hörer ist eher gering. Eher gering. Ja, gibt's auch. Es gibt so krasse Jungle-Nazis. Ich guck dich nur wegen dem T-Shirt an. Ja, bist du auch so ein massiver Jungle-Nazi? Auf keinsten. Ja. Nee, also das ist, keine Ahnung, die dann wirklich nur so, ab 2000 ist Drum-Bass scheiße geworden. Ich höre nur die Platten von 95 bis 2000 von, keine Ahnung. Aber gibt's ja überall. Gut, die gibt's überall. Die gibt's eben. Ja, auf jeden Fall. Wir hören mal ganz kurz rein, das ist ein bisschen weitergelaufen. Das ist dann auch so ein Ding, wahrscheinlich, das
das funktioniert dann im Club wirklich auch über die gesamte Länge, ne? Also du siehst ja hier, das ist, ja, ist relativ straight, lange. Ja, also es geht beim Drum-Bass-Tanzen halt nicht, man wartet nicht auf irgendwas. Du wartest nicht, bis jetzt so ein Break kommt und du Hände hoch, keine Ahnung, und so, sondern du tanzt einfach und manchmal gönnt einem der DJ dann halt so einen Break, um mal Luft zu holen und sowas. Okay. Aber sonst, also gerade bei so härteren Sachen ist es halt, dass es voll einfach, du rastest es aus. Es geht ganz nach vorne. Ja. Nicht immer dieses krass runterbreaken. Ja, genau. Und dann wieder einen los Punkt. Und yeah und dann wieder runter. Ja. Stimmt, dieser Drop, der dann auch wirklich meistens nach 15 Sekunden abgefrühstückt ist. Also auch von der Stimmungskurve. Ne? Immer bei Elektrohaus im Zoo zum Beispiel. Jetzt, ja. Genau. Das hast du da eben wirklich nicht. Das entsteht auch die Stimmung viel mehr durch dieses langfristige eben. Ja. Genau. Und das, also was ich auch halt sehr an Drum Bass schätze, ist einfach, dass du tanzen kannst, wie du willst. Okay. Also und das ist halt, das kenne ich von keiner anderen Musikrichtung. Erstens, dass die Leute auf die Partys gehen, nicht um Mädels aufzureißen oder sonst was, sondern die gehen dahin, um auf Drum Bass zu tanzen. Und ja, die können tanzen, wie sie wollen. Also es gibt, gerade in Mannheim gibt es sehr viele halt noch so, die aus der Jungle-Zeit kommen und die dann halt auch so richtig, richtig abspacken einfach. Und dann ja, gibt es aber auch ganz viele Leute, die halt nur so am Rand stehen und so ein bisschen mitwippen, weil sie das konditionsmäßig nicht hinkriegen oder was weiß ich so. Ja. Und das ist halt vollkommen toleriert. Und jeder ist cool damit, egal wie man tanzt. Also du meinst halt, diese Szene insgesamt ist einfach sehr angenehm. Das ist mein Eindruck auf jeden Fall. Und ich ja, das ist schön, sowas zu hören. Ja, deswegen schätze ich das ja so. Ja. Okay, dann... Du hast uns etwas mitgebracht? Ja, auch das noch. So, okay. Warte, wir sind sehr gespannt. Er hat uns eine Platte mitgebracht. Jungle is massive. So, okay. Ich hoffe, ihr... Oh, das Cover haben wir jetzt erkannt. Ist es weiß? Ja. Ist es ein White Label? Ja, nein. Also das Cover zeige ich euch gleich. So. Okay. Ich lege es mal auf. Guck mal nicht drauf. Ja, guck mal nicht drauf. Ich sehe so nichts. So, da gucken, ob wir was hören. Habt ihr schon was? Ja, jetzt. My head keeps turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this. Mir sagt das noch nichts. Ein Remix von einem Moby-Track. Okay. Kommt jetzt gleich der Drum-Bass-Part? Ja, sonst das ist jetzt... Sonst wäre ich ein bisschen enttäuscht. Relativ langes und eigenes Intro. Okay. Aber, ja. Sag mal so, jetzt? Ich habe bei dem Track besonders an dich gedacht, weil du halt, also bei diesem Part, eine sehr straighte Snare hat. Ja, ich finde die Stelle auch extrem geil, wenn der heftigere Teil kommt. Ja. Von wem ist der Remix? Das ist ein Noisia-Remix. Ah! Also für mich die größten im Drum-Bass-Geschäft, ich glaube viele. Und ja, also ich finde, der Remix zeichnet sich besonders durch noch etwas aus. Also jetzt kommt der Break, ne? So, es wird wieder ruhiger. Und
ich nehme das mal vorweg. Gleich der zweite Drop, der ist nochmal ganz anders. Also ja, das finde ich natürlich auch geil. Das habe ich ja letzte Folge, ich weiß es nicht gesagt. Doch, war letzte Folge, als wir über Seventh gesprochen haben. Diese Unvorhersehbarkeit von Tracks gefällt mir persönlich einfach sehr gut, wenn du so. Wobei die Elemente halt hierbei die gleichen bleiben. Also ja, gut, aber allein wenn das umstrukturiert wird. Genau, genau. Es kommt halt nicht irgendwie ein neues Synthline oder so dazu, sondern es bleibt dasselbe, nur halt sehr schön. Wir hatten ja gesagt, was man hören, oder? Jetzt sind ja alle hier ganz neu. Noisia crushed my. Ja, ich. Naja. Okay. Ah, jetzt haben wir wieder die Verzögerung hier drin. Naja, gut. Ja, vielen Dank für dieses Super. Ja, eigentlich wollte er die ja jetzt auch noch mit einem Rating versehen, ne? Ja. Ist die Frage hier, wie ist das denn mit. Jetzt haben wir hier so ein Delay reinbekommen. Na gut, wir müssen mit der Situation umgehen. Also, du willst diesen Track für uns noch machen. Machen wir mal ein Speed-Ranking. Nee, okay. Rating. Ja, und Rating. Und zwar mit unserem bewährten Konzept. Wie sieht es denn da aus? Es fängt an mit Innovation. Ja, Innovation. Was würdest du bei diesem Track jetzt... Es ist ja ein Remix, aber trotzdem an Innovationspunkten vergeben bei 0 bis 10. Ja, also ich würde da auf jeden Fall eine 9, wenn nicht eine 10 geben. Echt? Weil so? Ich finde, der hat einfach, also besonders in diesem zweiten Teil, also man muss bedenken, ich guck mal kurz nach, der Track ist schon was älter auf jeden Fall. Hier steht es nicht drauf, aber auf der Platte bestimmt. Sehr schönes Cover auch übrigens, von 2008. Also okay. Der ist schon 5 Jahre alt. Mhm. Und ich finde, dafür ist gerade diese Mischung aus straighten Drums, aber harte und dann nochmal so sehr breakige Sachen, also sehr, sehr komplexe, durcheinandere Drums, in Kombination mit diesem Vocal, mit dem super kreativ umgegangen wurde und so. Ich finde, das war schon, also oder ist besonders für die Zeit, wenn ich so an die anderen, gerade an die anderen Drum-Bass-Sachen aus der Zeit denke vielleicht, sehr innovativ. Ja, okay. Also, muss man dann halt in dem Zusammenhang halt sehen. Okay, ja. Jetzt denkt man so, klingt irgendwie ne, wie ein Noisia-Track. Gut, weil wenn er es natürlich geprägt hat, ne? Dann ja. ist es ja. natürlich sehr innovativ gewesen. Das stimmt schon. Ja, also ich... Also einigen wir uns auf eine 9? Ja. Ja. Okay, ja, keine 10. Na gut, okay. Und dann kommen wir als nächstes zu Melodie und Vocal. Ja, also da würde ich denke mal eine 7. Weil, also, es hat ein sehr cooles Vocal, halt aus diesem Moby-Track. Auch mit Rap-Teil, der also nochmal schön gechoppt wurde, dass er auch wirklich so staccato-mäßig kommt. Okay. Und, also, keine Ahnung, der ist Müssen ja auch mal jetzt... gucken, ob die Technik es nochmal zulässt. Ja. Opa. Kannst du nochmal irgendwie an die Stelle gehen? Ja, also ich geh mal einfach in den Break. Ja. Am besten lässt den Plattenspieler nicht an, der ist ein bisschen schon älter. Ja, ach so, ja, merkt man. Komm, ja. Also wo meinst du jetzt Melodie, Vocal, wo ist die Passage, kommt die jetzt? Oder? Ja, also hier zum Beispiel hat man so ein sehr eingängiges, sich wiederholendes, irgendwie ist this the wrong word. Okay, wir hören mal rein. Halt dann noch diese Raps vom Anfang in diesem Aufbau oder beziehungsweise im ersten Part so. Also ich finde den Rap an sich auch sehr, sehr gut. Okay. Und also deswegen würde ich da eine solide 7. Okay, 7 Punkte. Auf jeden Fall. Dann haben wir als nächstes Drumming und Groove. Also ich. Okay, ich weiß schon, was kommt, aber sag. Der ist halt schon fett. Der ist halt fett. Ja. Also du. Das musst du schon sagen. Ja, das ist fett. Wir hören mal rein. Ja gut, ich muss auch sagen, also wenn man jetzt nicht Noisia für Drumming und Groove 10 Punkte gibt, wen soll man sonst geben? Also, ja, stimmt. Ja.
Gut, also, okay, einiges. Zack, durch, sag 10. es. 10 Punkte! Okay, dann kommen wir zu Mixdown und Mastering. Ich weiß, vielleicht kannst du jetzt das nicht im Detail so genau, aber du hast jetzt schon mal aufgelegt? Ja, mehrmals. Okay, dann kannst du ja mal sagen, wie im Club natürlich soundtechnisch, das weiß man, merkt man ja so ein bisschen. Ja, also grundsätzlich auch super geil. Gerade diese zweite Passage, wenn es dann so ein gibt, das blastet einen richtig weg. Okay. Und trotzdem, also hört man halt, besonders bei so schnellen Drums, ist es halt super wichtig, dass man die alle hört. Mhm. Und dass die nicht irgendwie untergehen und dass es nicht matschig klingt. Ja. Und trotzdem klingt halt die Produktion ein bisschen dreckig. Mhm. So, also nicht so überpoliert. Okay. Und also ich persönlich mag das halt so am allerliebsten, wie die es machen. Aber weil ich ja weiß, dass du nicht schon wieder eine 10 gibst, würde ich halt eine 9 vorschlagen. Okay. Rechnest du eigentlich mit? Nein. So, wir haben 7 plus 9 sind 16, plus 10, 26. Jetzt hast du nochmal eine 9. Sind 35, wenn ich mich nicht verzählt habe. Okay. Okay. Jetzt kommen wir noch zum letzten Bonus. Hat der Track irgendwas an Bonus, was du ihm noch geben willst? Irgendwas, was special ist, wo er noch ein paar Punkte verdient hat? Also für mich super krasser Moment. Ich habe diesen Track irgendwie als MP3 mal bekommen, ich glaube vom Kumpel oder sowas. Und dann habe ich mir den noch nicht großartig vorher angehört, habe ihn in mein Auto auf den Stick getan, so in meinem Auto gehört. Und dann kam erst am Anfang kommt ja auch nur ein Ton. So bzzz. Kannst du ungefähr mal gerade zeigen? Ja, genau, ganz am Anfang. Okay. Da wird dann drauf gerappt. Und das ist halt dann so, man denkt erst so, okay, was kommt da jetzt? Weil man kann überhaupt nicht absehen. Und dann geht es erstmal so ab und man denkt so, okay, geil, krasser Track. Und dann kommt der nächste Break, der wieder aber auch total unterschiedlich ist. Also kein Part kommt ja zweimal vor. Okay. Und das mich übrigens bei elektronischer Musik finde ich sehr, sehr, sehr bonuswürdig. Mhm. So, das ist ein weitergehendes Arrangement hat. Aber um zum Punkt zu kommen, dann kommt dieser zweite Break, der auch nochmal interessant ist und eingängig ist. Und dann kommt nochmal dieser richtig abgespacede Break. Okay. So. Also es hat dich einfach potenziell immer weiter. Genau. Und man weiß gar nicht, was man erwarten soll am Anfang. Mhm. Und dann kommt das und dann denkt man, okay, der ist geil. Und dann geht's wieder runter und dann kommt's nochmal so richtig und dann ist so, okay, krass. Und einfach diese Arrangement. Ja, dieses Arrangement würde ich halt sehr, sehr bonuswürdig mit werden. Wie vielen Punkten? Ja, ist schwierig. Vielleicht eine 8. Okay, dann hat er 8 Punkte im Bonus noch. Das heißt, wir kommen auf 43 Punkte. Das 43 ich hoffe, das 50. Ja, aber und dann blenden wir jetzt die richtige Zahl ein. Grundsätzlich wird es irgendwie im 40er-Bereich eben sein und 43 von 50 Punkten ist natürlich schon eine krasse Sache. Ich werde mir den Track auch nachher nochmal in die Ruhe anhören. Ja. Bin sehr gespannt. Und würde sagen, nach fast 24 Minuten. Übrigens, was man auch noch sagen kann, ist, die B-Seite der Platte ist ein weiterer Noisia-Remix desselben Tracks. Allerdings als Drifter ist eine quasi ein Pseudonym von Noisia. Okay. Und zwar unter dem Pseudonym Drifter machen sie halt ruhigere Sachen. Und das ist halt nochmal was, eine ganz andere Welt. Okay. So. Und das und vieles mehr dann in der nächsten dann der nächste Track. Nee, auf jeden Fall einer meiner Lieblingstracks. Okay, cool. Überhaupt. Ja, dann danken wir dir auf jeden Fall schon mal für deinen Besuch. Auf jeden sehr Fall. Gerne, sehr gerne. Und hoffen, dass du weiterhin mit vielen Projekten am Start bist. Und du hast ja auch erzählt, du machst so eine kleine Doku noch mit einem Kollegen zusammen über Drum & Bass. Das ist ein Mammutprojekt und das wird auch noch Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis das fertig ist. Okay, wenn es fertig ist, dann berichten wir darüber. Auf jeden Fall. Dreadmaul, Drum & Bass in Deutschland. Die neue Adresse sozusagen. Genau. Schön im Auge behalten. Ja, gerne. Genau. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Haut rein.